Ihre Unterschrift, bitte. Ja, muss ich da mal anrufen und nachfragen, aber vielen Dank. Dankeschön. Wiederhören. Oh, hey. Ich muss was mit ihm besprechen. Der Anruf war wichtig? Was ich Ihnen zu sagen habe, ist auch wichtig. Wir haben gleich eine Besprechung im Kleiderfundus. Eine Pause ist erst in 30 Minuten. Vielleicht kann ich ja mit Ihrer Chefin sprechen und die macht mal eine Ausnahme. Sie? Mit meiner Chefin? Die ist doch selber der totale Workaholic und steht immer völlig unter Strom. Vielleicht will sie sich ja ändern und mehr Muße und Sinnlichkeit in ihr Leben lassen. Die sich ändern? Niemals. Und was ist, wenn sie es Ihnen verspricht? Na, dann bräuchte ich da schon Beweise. Und außerdem ist verabredet, berufliches und privates strikt zu trennen. Also, wenn ich Sie jetzt auffordere, mich in den Kleiderfundus zu begleiten, ja, dann ist das natürlich streng beruflich. Ja, dann ist es natürlich auch eine Ausnahme. Oh, meine Chefin geht ganz schön hart. Klar, time is money. Vorsicht. Oh. Das ist mein neuer Entwurf, da darf nichts ranrühren. Ist aber wirklich schön geworden. Ja, das ist er. Aber er ist nicht so schön. Nein, sag's nicht bitte, das wird richtig kitschig. Warum? Ich möchte sagen, dass meine Freundin die schönste Frau der Welt ist. Du wirst es vor allem, wenn man dich nicht versteht. Wenn das der Entwurf so gut geworden ist, das habe ich auch dir zu verdanken. Wieso? Weil du dafür gekämpft hast, dass die Mitarbeiter ihren Bonus bekommen. Und jetzt arbeiten sie 150%. Siehst du, manchmal ist es eben doch ganz gut, an die Gemeinschaft zu denken. Hey, hast du Rebecca gesehen? Manchmal habe ich den Eindruck, die Hälfte der Leute hier gar nicht mal sprechen. Entschuldigung. Tore. Der soll warten. Sorry. Das ist echt ein verrückter Typ. Aber irgendwie auch interessant. Wie interessant. Jetzt nicht so, wie du denkst, aber manchmal da flattert er mit mir so am Empfang. Tut er? Ja, das ist nur ein Spiel, aber ist irgendwie auch lustig. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, über den Typen zu sprechen. Kannst du vielleicht mal anklopfen? Anklopfen im Kleiderfundus. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich suche nur was. Ich muss mal hier durch. Ja, das ist schon. Und wir müssten dann noch mal kurz, also ich müsste noch mal kurz mit dir sprechen. Und Tristan wollte auch noch irgendwas. Ja, in Ordnung. Würdest du trotzdem jetzt mit diesem einen goldenen Schuh dieses Zimmer? Ach, ja, ja. Schade, und ich habe immer gedacht... Raus. Ihr seht schon ganz schön sexy aus. Kann ich nicht noch ein bisschen zugucken? Das ist ein Nein. Viel Spaß noch. Schön, dass du auch mal vorbeischaust. Du wolltest mich doch sprechen. Ich? Wieso? Du hast Kim doch extra zu mir geschickt. Ich hab dich gesucht. Wo warst du? Ich war beschäftigt, Tim. Entschuldige, war nicht so wichtig. Um was geht's? Tore wollte noch was mit mir besprechen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir unseren Cashflow verbessern können. Tristan, wir wissen alle, dass wir sparen müssen. Richtig. Und die Antwort heißt Lohnkonfektion. Ich habe einen Contractor in Bukarest gefunden, der sich um alles kümmert. Und zwar zu einem unschlagbar guten Preis. Das ist jetzt ein Witz. Nein, wir lagern die gesamte Produktion aus. Wie bitte? Du willst unsere gesamte Näherei nach Bukarest verlagern? Ja, bitte. Entschuldigung, ich habe hier die Auftragsbestätigung, die Sie angefordert haben. Dann legen Sie da auf den Tisch. Schrei es doch noch lauter herum.
Änderung in der Buchhaltung haben Sie dich noch nicht gehört. Lenk nicht ab, Tristan. Ich dachte, wir waren uns einig, dass wir auf diesen Billigtrend nicht aufspringen wollen. Ja, natürlich, wir sind uns ja auch eigentlich einig. Aber trotzdem finde ich, dass Tristan zu Ende reden sollte. Wieso? Die Geschichte ist doch klar. Wir verlagern unsere Produktion nach Rumänien mit dem ganzen Imageverlust, mit den ganzen Qualitätsproblemen und zu guter Letzt mit den massiven Entlassungen, die da auf uns zukommen. Wenn wir unsere Passivveredelung weiter in Deutschland betreiben, dann verlieren wir noch nicht mal unser Made in Germany-Prädikat. Aber ich habe das Gefühl, den einzigen Imageverlust, den du fürchtest, ist deiner bei Marlene. Wie meinst du das? Du hast doch jetzt schon Panik, dass der Housing-Boy schiefhängt, wenn sie davon erfährt. Droht ein Liebesentzug? Ich kann deinen Schock total verstehen. Rebecca wollte ja auch vor kurzem noch nach New York abdampfen. Und du? Es wäre mir schon nicht leicht gefallen, mitzugehen. Weißt du, so weg von euch allen. Aber wenn man liebt... Ich weiß aber nicht, wie das mit Ricardo und mir laufen wird. Naja, das musst du schon selber rausfinden. Wie läuft es eigentlich mit Rebecca? Gut. Wieso fragst du? Ich habe gehört, dass du zwischendurch ordentlich für die Mitarbeiter gefeiert hast. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Hi, Jess. Die wollen uns nach Ungarn auslagern. Kannst du dir das vorstellen? Ungarn! Was? Ich war gerade im Chefbüro und da habe ich mitbekommen, dass sie die gesamte Produktion nach Bukarest auslagern wollen. Ich will nicht an den Ballermann ziehen. Moment mal, du meinst Balaton und der ist in Ungarn. Du sprichst aber, glaube ich, von Rumänien? Das ist doch völlig egal. Ich werde wahrscheinlich meinen Job verlieren. Jetzt mal ganz, ganz ruhig. Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich will nicht arbeitslos werden. Moment mal, und haben Sie Produktion gesagt? Mein Gott, wie oft denn noch? Ja! Jessica, dann bist du doch gar nicht betroffen. Wieso? Na, du bist Assistentin der Geschäftsführung. Und ich bin mir sicher, dass sie den Firmensitz nicht nach Bukarest verlagern. Stimmt. Vielleicht hast du recht. Und was mache ich jetzt? Du, ich bin gerade im No Limits. Wenn du willst, dann komm doch vorbei und wir reden hier in Ruhe darüber. Okay, das mache ich. Bis gleich. Assistentin der Geschäftsleitung. Ungarn ohne mich. Ist Jessica sich ganz sicher? Naja, wenn man den gewöhnlichen Unsicherheitsfaktor von ihr außer Acht lässt, dann ja. Rebecca hätte mir was davon erzählt. Weißt du was? Die rote Socke macht sich jetzt mal auf den Weg und findet raus, ob da was dran ist. Ich würde gern zahlen, bitte. Einen Moment. Von wem weißt du das? Jessica. Habe ich's mir doch gedacht. Ist doch auch egal. Wann hattest du vor, mir zu erzählen, dass ihr vorhabt, 2/3 der Belegschaft zu entlassen? Also erstens, ja, habe ich das selbst erst gerade erfahren. Und zweitens ist das noch gar nicht entschieden. Das sind nur Überlegungen von Tristan. Und wie stehst du dazu? Kannst du mal ein bisschen leiser reden? Kannst du meine Frage beantworten, bitte? Ich find's natürlich nicht gut. Das habe ich meinen Brüdern auch gesagt. Okay. Das heißt, du wirst verhindern, dass Tristan seinen absurden Plan durchzieht? Das ist eh erst nach den Fashion Days Thema. Das ist egal. Auf welcher Seite stehst du? Mann, hatten wir diese Diskussion nicht erst vor ein paar Tagen? Ja, weil sie wichtig ist. Also, willst du jetzt was dagegen tun oder nicht? Ja, das will ich. Aber bitte versprich mir, dass du es erstmal für dich behältst. Sonst können wir die Fashion Days gleich absagen und meine ganze Arbeit ist am Arsch. Ja, ich versuch's. Mein Gott, bist du stur. Danke, ich hab dich auch lieb. Und was das für uns alle bedeutet, ist ja wohl klar. Ja. Gut, dass du kommst. Hast du auch schon von dem Rumänien-Skandal gehört? Ja, hab ich. Dann stimmt es also. Okay, das heißt dann Streik. Ja, genau. Auf jeden Fall. Klar. Ihr wollt streiken? Was denn sonst? Wir schrubben hier doch nicht wie blöd Überstunden, nur um es dann direkt nach den Fashion Days abschießen zu lassen. Also Leute, entschuldigt, aber ich finde Streik wirklich keine gute Idee. Ach ja, und warum? Wenn wir jetzt die Fashion Days sabotieren, dann treiben wir die Firma direkt in den Ruin. Also davon hat nun wirklich niemand was. Ja, aber was schlägst du stattdessen vor? Na, was einmal funktioniert hat, das könnte doch noch mal funktionieren. Wir haben die Firma schon, was die Bonuszahlungen betrifft, wieder zur Vernunft gebracht. Lasst uns das doch mal versuchen. Ja, genau. Wenn du das wieder übernimmst? Ich? Nee, wieso muss ja nicht immer ich sein, oder? Kann ja auch mal jemand anderer das Heft in die Hand nehmen. Nicole, du eignest dich doch perfekt für solche Dinge. Ich? Als einfache Büglerin? Plötzlich so bescheiden. Nein, es ist nur...
Du hast einfach den besten Draht zu denen da oben. Ja, da hat sie auch wieder recht. Okay, ich mach's. Aber ich kann euch nichts versprechen. Hast du mal einen Moment für mich? Was gibt's? Wir müssen reden und das dringend. Die Belegschaft hat mitbekommen, dass die Produktion nach Rumänien ausgelagert werden soll. Aha. Mehr fällt dir dazu nicht ein. Mach dir mal keine Sorgen, mit der Belegschaft komme ich schon klar. Tristan, ich glaube, du verstehst das noch nicht ganz. Ich wurde von den Mitarbeitern geschickt, um mit dir zusammen eine Lösung zu finden. Was denn für eine Lösung? Ich habe kein Problem damit. Aber wann und wo hast du dich eigentlich in Rosa Luxemburg verwandelt? Bitte bleib bei der Sache, ja? Wir möchten auch, dass du weißt, dass Streik nur unser letztes Mittel ist. Noch so ein Spruch und ich sehe mich gezwungen, dich auszulachen. Ich sag dir nur, was die Belegschaft plant. Apropos, sag mal, stehst du eigentlich als offizielle Gewerkschaftsvertreterin hin? Nein. Dann habe ich schon die beste Lösung für beide Seiten. Du verlässt sofort mein Büro und ich kann in Ruhe weiterarbeiten. Tristan, ich werde diese Firma sanieren, ob es dir passt oder nicht. In Ordnung? Wir sprechen uns noch. Ach, und besorg mir ein neues Handy. Dann müssen wir eben doch streiken, wenn uns keiner ernst nimmt. Hast du nicht kapiert, dass das alles nur schlimmer macht? Ja, das glaube ich auch. Aber irgendwas müssen wir tun. Wir können es doch nicht gefallen lassen. Ja, das finde ich auch. Marlene, mach doch mal eine Ansage. Vielleicht, na ja, ich könnte noch mal versuchen, mit Sebastian zu reden. Ach, reden. Bringt doch nichts. Eben, die wollen es sicher nur ruhig stellen. Aber ich mache hier bestimmt nicht einfach weiter Dienst nach Vorschrift. Warum nicht? Hey Leute, vielleicht ist genau das die Lösung. Im Ernst, wer macht denn hier bitte noch Dienst nach Vorschrift? Keiner. Das würde nämlich bedeuten, keine Wochenendarbeit, keine Überstunden und keine verkürzten Pausen. Ja, und die könnten uns nichts, weil wir arbeiten ja. Ein Bummelstreik. Das Problem ist nur, dass wir so niemals fertig werden bis zu den Fashion Days. Ja, und weil genau das keiner will und schon gar nicht die Führungsetage, lenken die vielleicht schnell ein? Entschuldige, es ging nicht anders. Tristan hat nicht mit sich reden lassen. Du hättest mit mir reden können. Es ging jetzt aber darum, schnell zu handeln. Weißt du, wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir hier was erreichen wollen. Wir? Was für ein Wir?